Die Erlebnisregion Thermen- und Vulkanland steht für eine einzigartige Festkultur. Das zeigte sich auch wieder beim Künegger Landleben in der Gemeinde St. Peter am Ottersbach. Bei der 25. Auflage des Festivals Most und Jazz verwandelte sich der Fähringer Hauptplatz 3 Tage lang in einen Freiluft-Jazz-Club. Die Organisatoren feierten das Jubiläum mit einem breit gefächerten Programm. Der Klöcher Winzerzug war auch diesmal wieder ein besonderes Veranstaltungshighlight in der Erlebnisregion Thermen- und Vulkanland. Die Erlebnisregion Thermen- und Vulkanland ist Schauplatz zahlreicher Sportevents. Eines davon ist das Lejet Open in Bad Waltersdorf. Das ATP Challenger zählt zu den bedeutendsten Tennisturnieren Österreichs und lockt Topspieler aus der ganzen Welt an. Seit 25 Jahren verwöhnt der Buschenschank Urbi in Breitenbuch in der Gemeinde Kirchbach-Zerlach die Gäste mit kulinarischen Schmankerln und erlesenen Weinen. Zur großen Jubiläumsfeier lud die Familie Niederl viele Freunde und Kunden ein. Der Einmarsch der Gastkapellen und das anschließende Monsterkonzert mit mehreren hundert Musikern war der Höhepunkt der Jubiläumsfeier 170 Jahre Musikverein Kirchberg an der Raab. Kulturverein Straden aktiv hat wieder zum traditionellen Festival Grad und Schräg geladen. Die Geschwister Rauch und das Vulkanlandhotel Legenstein luden auch heuer wieder zum steirischen Genussgolfturnier nach Bad Gaichenberg. Am Gelände der Farinermühle in Raba präsentierten die Vulkanland-Weizenbäuerinnen und Bauern das steirische Vulkanland und Verarbeitungspartner Farina eine starke Kooperation. Großer Jubeltag für die Klaus Zitek GmbH im Stradener Ortsteil Schwabau. Im Haus der Vulkane in Steins bei Straden erhielt der Chef der Dachdecker- und Spenglerfirma aus den Händen des Landeshauptmannes das steirische Landeswappen. Ja, ich bin heute in Jam. Das liegt so zwischen Gleichenberg und St. Anna, sagen wir, oben in Hochstraun, in der Hochstrauner Gegend. Ja. Ja. Anton Weiß, du bist Bienenzüchter seit 40 Jahren. Ja. Hast wie viele Völker? Um die 50 Völker im Schnitt. Aber im Großen und Ganzen geht es jetzt darum, dass du da ein Bienenmuseum eingerichtet hast, aber auch ein Handwerksmuseum. Oder ja. Wie nennst du diesen zweiten Teil? Ein Bienen- und Bauernmuseum. Also ich wollte eigentlich zeigen, wie man mal früher gelebt hat, ohne Technik.